Und damit hallöchen, herzlich willkommen zurück zu The Raven. Wir sind hier gerade im Interview mit der Madame. Und wir wollen mal wissen, was ist denn eigentlich mit Mads Internat? Wer bezahlt das denn? Und die Idee, Mads ins Internat zu stecken? Die kam von mir. Mads idealisierte seinen Vater und er gab seiner Mutter die Schuld, dass er nicht mehr da war. Ich befürchtete, die Situation würde eskalieren, wenn er mit seiner Mutter und einigen alten Leuten allein auf einem Landsitz leben müsste. Und ich glaube, ich hatte recht. Er hat im Internat schnell Anschluss gefunden. Er ist beliebt, er hat Freunde. Eine richtige Sportskanone ist er, sagen seine Lehrer. Und das Verhältnis zu seiner Mutter hat sich auch gebessert. Er ist auf einem guten Weg. Na, zauberhaft. Miss Miller hat mir erzählt, dass Sie ein wertvolles Manuskript bei sich führen. Das ist richtig. Ein unveröffentlichter Partout-Roman? Das Manuskript muss ein Vermögen wert sein. Och, es ist nicht nur irgendein Partout-Roman. Es ist der letzte. Ich habe ihn schon vor 20 Jahren geschrieben. Aber er soll erst nach meinem Tod veröffentlicht werden. Es ist Partouts letzter Fall. In diesem Roman stirbt Maurice Partout. Spoiler! Sie bringen ihn um? Das habe ich schon längst. Und ich habe es genossen. Madame! Ich hatte es so satt, eine Partout-Geschichte nach der anderen zu schreiben. Ich bekam Lust, dem eitlen Fatzke ein Messer in die Rippen zu rammen. Also habe ich es vor 20 Jahren getan. Und natürlich wollte ich meine Fans sehr nicht geil enttäuschen. Natürlich nicht. Also ließ ich ihn weiter einen Fall nach dem anderen lösen. Aber immerhin hatte ich nun die Gewissheit, dass er mir nicht entkommen würde. Am Ende würde ich ihn kriegen. Wie selbstgefällig sie gegrinst Hoffen hat. Hoffen wir, dass der Roman noch viele Jahre unveröffentlicht bleibt. Ich muss weiter, Lady Westmacott. Bitte halten Sie mich auf dem Laufenden, Wachtmeister Zellner. Natürlich. Gut. Was gibt's denn hier noch so? Hinterdeck betreten? Wir betreten mal das Hinterdeck. Oh, ob wir mit der Nackten da nochmal reden können? Gibt's hier noch irgendwas? Nee. Die will ohne mehr mit uns reden. Hier ist alles. Tutti, betrete den Salon. Der Inspektor drinne, der hat sich ja für nichts interessiert. Gut, dann gehen wir hier vor. Dann gehen wir da nochmal vor. Gucken wir mal, ob auf dem Hinterdeck irgendwas los ist. Matti spielt immer noch. Was mit ihm hier? Stabler kämpft gegen die Müdigkeit an. Hoffen wir für ihn, dass er den Kampf gewinnt. Bei Le Grand könnte er nicht auf Nachsicht hoffen. Da passiert nichts. Passiert was mit Matti? Ach, die Uschi können wir auch noch befragen. Erstmal. Hallo, Matt. Wuhu. Wuhu. Hallo. Kannst du wieder haben. Psst. Matt. Was ist? Wie hast du deine Zwille zurück? Tatsächlich? Danke. Gern geschehen. Gern geschehen. Oh. Nur. Du solltest Konstable Oliver auf deine Liste der Leute setzen, die die Zwille besser nicht zu Gesicht bekommen. Ich. Ah, verstehe. Keine Sorge, ich passe auf. Sehr guter gut. Mann. Ich muss wieder los. Klar. Gut, dann hat der Maddy seine Zwille wieder. Da im Hintergrund ist übrigens mein Telefon, da ist gerade der Akku alle, aber ich bin zu faul aufzustehen, beziehungsweise ich möchte hier nicht die Aufnahme unterbrechen, deswegen piept es ab und zu mal. Einfach ignorieren. Miller? Milli, du mit den riesen Zähnen. Ich wollte Sie noch etwas fragen. Echt? Was denn? Matt im Internat wollte ich Sie fragen. Westmacott hat erzählt, dass sich Matt im Internat zu einer Sportskanone entwickelt hat. Oh ja! Das stimmt. Geiles Lächeln. Er hat so viel Energie. Die Lehrer versuchen, ihn durch viel Sport zu ermüden. Er ist sehr talentiert und lernt neue Sportarten sehr schnell. Ich hatte dieses Talent leider nie. Es ist bestimmt gut für sein Selbstvertrauen. Und ob?
Er hat sich gut eingelebt. Er hat sich zu einer Art Anführer in seinem Jahrgang entwickelt. Noch vor einem Jahr hätte ich nicht zu hoffen gewagt, dass alles so ein gutes Ende nimmt. Ich möchte mich verabschieden, Miss Miller. Inspektor? Warum will er sich immer gleich verabschieden? Vielleicht habe ich noch die ein oder andere Frage, die ich da stellen will. Verdammt. Jo, was macht man denn? Ja, hier kommen wir nicht nochmal runter. Das ist die kaputte Rede mit Konstabler. Ich wüsste nicht, was ich ihn im Moment fragen sollte. Dann eben nicht. So, Wattestäbchen haben wir ja. Was können wir mit dem Wattestäbchen machen? Ach. Können wir das vielleicht so hier und da so? Hier? Hier? Auch nicht. Mal gucken. Ach, man könnte... Na klar, den Blutfleck. Damit kann man vielleicht ein bisschen was aufsammeln. Dann können wir mit dem Blutfleck unten das wieder... Also, den Blutfleck, den im Labor dann untersuchen. Ne? Verstehst du? Den da. Betrachte den Blutfleck. Schwupp. Jawohl, es klappt. Hoffe ich doch, oder? Das wollte ich schon immer mal machen. Mhm, sehr schön. Dann hast du jetzt deine Chance. Das muss reichen. Sehr gut. Dann gehen wir wieder zurück. Das ist doch kein echtes Blut. Ich wette, das ist kein echtes Blut. Ich sag's immer, ich hab's von Anfang an gesagt, das ist kein echtes Blut. Das ist irgendeine Farbe und die Alte, die lebt noch. Sonst würde der sich... Und der müsste eigentlich eingeweiht sein. Der spielt nämlich ziemlich schlecht. Kommt keiner. Los, rin. Flupp. So. Forensikkoffer. Das ist natürlich die Frage, wie kriege ich raut? Wie kriege ich raus, was ist? Blutprobe? In die Schale? Nee. Nicht gut. Ein kleines Glas. Ein klein. Chemikalien will ich nicht betrachten. Welche dieser Chemikalien sind nur geeignet, um Blut zu untersuchen? Ich weiß es nicht. Welche dieser Chemikalien... Das da vielleicht. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir da... Man darf nicht darüber nachdenken, welche Neben... Ein Polizist in einer Mord ermittelt. Zu groß die Gefahr, dass er hinweist. Doof. Entweder hat er Handschuhe... Ah, das Fläschchen sieht mir fast danach aus, als ob es da aus dem Forensikkoffer kommt. Kann ich das hier untersuchen? Ich glaube nicht, dass ich der Probe mit optischen Mitteln zu Leibe rücken kann. Ja, aber welche chemischen Mittel kann ich denn nutzen? Ich habe doch da keinen Plan von. Klappt alles nicht. Ich muss noch irgendwas anderes machen. Zum Beispiel mein Telefon aus dem Fenster schmeißen, weil es mich nervt. Klappt nicht, klappt nicht, klappt nicht, klappt nicht. Das? Aha. Das hier ist so eine Art Inventarliste. Hinter den einzelnen Chemikalien stehen ihre chemische Zusammensetzung und ein kurzer Kommentar, wofür man sie benutzen kann. Na. Und hier sind die wichtigsten Verfahren aufgelistet. Fingerabdrücke, Schmauchspuren.
Blut. Blut! Naja, hier steht, wie man Blut nachweisen kann. Das ist zumindest ein Anfang. Richtig. Man muss Luminol und eine Wasserstoffperoxidlösung miteinander mischen und die Mischung dann aufs Blut sprühen oder träufeln. Die Lösung verfärbt sich blau und leuchtet leicht, selbst bei kleinsten Mengen von Blut. Luminol und Wasserstoffperoxid also. Ach du Scheiße. Welche dieser Chemikalien sind nur geeignet, um Blut zu untersuchen? Das hast du gerade gesagt. Luminol und Wasserstoffperoxid. Aha. Luminol. Hat er gerade gepisst? Ih, das ist auch noch so gelb. Ist ja ekelhaft. Wasserstoffperoxid? Ah, hier kann man es dann reinträufeln oder so. Ist auch das Wasserstoffperoxid. Sehr gut. Ich gieße es zum Luminol in die Schale. Pass auf, macht Peng. In Ordnung. Mit dieser Mixtur kann ich Blut nachweisen. Die klare Flüssigkeit verfärbt sich blau, wenn sie mit Blut in Berührung kommt. Na dann. Plopp. Vielleicht spielt Sauerstoff eine Rolle oder es funktioniert nicht, wenn man zu viel von der Lösung nimmt. Ach so. Na, dann nehmen wir doch hier... Also schön. Das wäre dann also unsere Nachweislösung. Jawohl. Und ich kann sie... Ach hier, Pipette. In Ordnung. Ich fülle die Pipette und lege sie ab. Ganz vorsichtig. Das Ding ist mit der Pipette. Dann wollen wir mal sehen, was wir hier haben. Kein Blut. Es gibt nicht die geringste Reaktion. Wenn ich keinen Fehler gemacht habe, und so schwierig war die Sache ja nicht, dann handelt es sich bei dem Fleck auf dem Bett der Baronin eindeutig nicht um Blut. Aber wenn es kein Blut ist, was ist es dann? Und viel wichtiger, warum ist Dr. Gebhardt nichts aufgefallen? Angeblich hat er doch alles untersucht. Ich würde sagen, es ist an der Zeit, der Krankenstation einen Besuch abzustatten. Das meine ich allerdings auch, aber wir hatten ja schon mal die Tatsache oder zumindest die Vermutung, dass der Doktor ja aus dem Weg gebracht werden sollte. Und vielleicht haben sie ja den Doktor eingeweiht, weshalb er so komisch geworden ist. Ich bin gespannt. Krankenstation. Mal gucken. Es scheint unmöglich, dass Dr. Gebhardt die Baronin erschossen hat. Er war bei mir, als der Schuss gefallen ist. Aber er hätte bemerken müssen, dass die Baronin in einer Lache von falschem Blut lag. Vielleicht deckt er jemanden. Finden wir es heraus. Dum, 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 dum. Oh mein Gott. Und das, Ladies and Gentlemen, das entdecken wir morgen. Beziehungsweise hier werden wir uns morgen mal durchwuseln und gucken, ob diese Frau, dieses dicke, fette Etwas, tot ist. Also, in dem Sinne, danke fürs Einschalten. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid, wenn es heißt Let's Play the Raven. In dem Sinne, tschüssi mit Küsschen drin gehauen. Wir sehen uns. Bye, bye. Tschüss.